Achso, übrigens, eben hat jemand gefragt, wie man sich das Anschauen von Pornofilmen abgewöhnen kann. Okay, erste Sache. Erste Sache. Wie kann man sich, nochmal, wie kann man sich das Ansehen von Pornofilmen abgewöhnen? Wie kann man sich das abgewöhnen? Es ist so wie mit jeder schlechten Angelegenheit. Es ist so wie mit jeder schlechten Angewohnheit. Rauchen. Zu viel fressen, bis man aus den Nähten platzt. Kein Sport machen. Wie gewöhnt man, warum beispielsweise fängt, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich hatte im Jahre 2014, viele kommen zu mir, boah, du hast aber abgenommen. Ich habe 2014 schon angefangen abzunehmen. Ich bin schon seit Jahren, du guckst dir nur die Vorträge nicht an. Hatte ich mehr als 20 Kilo, 2012 hatte ich mehr als 20 Kilo mehr drauf als jetzt, okay? Warum? Und ich habe immer versucht abzunehmen, immer versucht abzunehmen und immer versucht abzunehmen. Aber dann kam der Moment, ja, wo mir einfach bewusst wurde, ich muss mich jetzt fit machen. Ich brauche Kondition. Und in dem Moment, wo ich diese Schmerzgrenze überschritten habe, war ich bereit abzunehmen. In dem Moment war ich bereit abzunehmen. In dem Moment habe ich es geschafft, weil ich habe gesagt, jetzt musst du auf jeden Fall rauchen. Wann fangen viele Leute an, mit dem Rauchen aufzuhören? Wir haben hier im Supermarkt ist eine Frau, ne? Und übrigens, sie mögen mich alle hier, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Und ich habe mit der auch über Rauchen geredet, weil die immer am Qualmen war, ne? Nicht im Laden jetzt und so. Und jetzt kam von ihrem Mann der letzte Hebel. Er hat gesagt, wir kriegen keine Kinder, wenn du weiter rauchst. Die raucht jetzt seit über einem Jahr nicht mehr. Die hat aufgehört. Warum? Weil es kam jetzt das unbedingt. Es geht nicht anders. Ich muss aufhören. Das heißt, du musst dir erstmal bewusst werden, dass diese Filme dich kaputt machen. Diese Filme machen dich kaputt. Und glaub es mir, ein einziges Mal schauen kann Narben hinterlassen. Kann Ehen zerstören, kann Leute krank machen. Wir haben es heute wirklich mit kranken Menschen zu tun. Sexualität durch diese Kommerzialisierung ist zu einer Olympiade geworden. Dieses ganze Zwischenmenschliche, gerade im Islam, ja, ihr müsst euch ja vorstellen, im Islam ist es ja nicht so, dass, ach ja, wir probieren uns erstmal aus, schauen, ob es passt. Sondern das Ganze, bei uns ist es so, wir lernen jemanden kennen und wir haben uns akzeptiert. Und dann kommt die Hochzeitsnacht. So, das heißt, man ist füreinander da, man akzeptiert den Partner so, wie er ist. Was eigentlich eine super schöne Vorstellung ist. Diese ganze Pornodreck hat die ganze Sexualität zu einer Olympiade gemacht. Zu einer Olympiade. Kranke Leute. Ich will wirklich nicht alles erwähnen, was mir zu Ohren kommt. Vor kurzem ist mir eine Frage zugekommen von jemandem, der massive Probleme hat in seiner Ehe, weil seine Frau, die selber keinen Plan hat, keine Erfahrungen hat, Erwartungen an ihren Mann hat und denkt, das wäre normal, weil irgendwelche Weiber irgendeinen Schwachsinn labern von den Filmen, die überhaupt keinen Hand und Fuß haben. Die überhaupt gar keinen Hand und Fuß haben. Ich habe zu ihm gesagt, Bruder. Und er ist jemand, ja, das ist, er ist auch jemand, der völlig unerfahren ist. Ich habe zu ihm gesagt, Bruder, eine Frau hat keine Ahnung. Ja, eine Frau hat keine Ahnung. Die weiß gar nicht, wovon sie redet. Ja? Aber das ist,
Die haben irgendwelche Filme geguckt, haben irgendwelche Vorstellungen, ja, aus den Filmen, und so muss das sein und so. Voll Banane. Absolut Banane ist das. So, das heißt, es zerstört Ehen. Es macht dich psychisch krank. Es führt sogar zu Impotenz. Gibt es Studien darüber? Gibt es Studien darüber? Und am Ende, ja, du bist deine Frau am Anschauen wie so eine Pornodarstellerin. Es ist eine Katastrophe. Glaubt es mir, und es kann das einmalige Konsum kann die Katastrophe führen, kann Narben hinterlassen. Kann Narben hinterlassen. Leute, ehrlich gesagt, also ich glaube, wenn ich bin verheiratet, Alhamdulillah, aber wenn ich heiraten würde und die Schwester, die ich heiraten will, die würde mir sagen, guck mal, Bruder, ich will dich nicht betrügen, ich will dir nichts erzählen oder so, guck mal, ich hatte einen Freund gehabt vor der Ehe, ich bin keine Jungfrau mehr. Aber ich habe Tauba gemacht. Und, ne? Ich glaube, dass das weniger Narben hinterlässt. Wallahu alam, das ist jetzt kein Koranvers oder irgendein Hadith. Als wenn die Jungfrau ist und hat sich die ganze Zeit irgendwelche Pornofilme angeguckt. Ja? So, das heißt, du musst dir erstmal bewusst sein, wenn du dir abgewöhnen willst, dass dich das zerstört. Die zweite Sache ist, der falsche Blick hinterlässt wie einen schwarzen Fleck auf dem Herzen. Natürlich im religiösen Sinne. Und Allah sagt, Rana ala kulubi mekanu yaksibun. Das, was sie getan haben, hat sich wie Schmutz auf ihre Herzen abgelegt. Das heißt, wenn du immer weiter machst, immer weiter das konsumierst, macht es dich kaputt. Es macht dich kaputt. Jetzt kommt es wieder zum Bewusstsein. Jetzt kommt es wieder. Das heißt, du musst dir erstmal bewusst sein, das ist etwas, was dich kaputt macht. Und dass die Ehe kaputt macht, was viele Ehen kaputt gemacht hat. Es gibt so viele Probleme, weil Leute sich diesen Schrott anschauen. Ja? Und jetzt stell dir vor, deine Mutter guckt sowas an, deinen Vater oder deine Ehefrau. Aber heute ist es ja schon so schlimm. Auf jeden Fall. A'udhu billah. Leute, jetzt, bei Allah ist eine Sünde, jetzt sei dir bewusst, du bist der Kapitän von einem eigenen Schiff. Du entscheidest, ob du auf den Knopf drückst, dir den Film anguckst oder nicht. Du entscheidest es. Du wirst nicht dazu gezwungen. Ja, ich kann nicht. Was kannst du nicht? Wie, du kannst nicht? Na klar kannst du. Wer sagt denn, dass du nicht kannst? Na klar kannst du. Du entscheidest doch, ob du dir den Film anguckst oder nicht. Das muss dir bewusst sein. Viele Leute reden sich ein, sie können nicht. Klar kannst du. Du kannst entscheiden, ob du es machst oder nicht. Keiner zwingt dich zur Sünde. Keiner zwingt dich, die Pornofilme anzugucken. Keiner zwingt dich dazu. Also, was ist jetzt das Problem? Dann mach Dua. Mach Dua, dass du damit aufhörst. Mach Dua, dass du damit aufhörst. Und du wirst es schaffen. Das Wichtigste ist, dass du dir bewusst bist, wie schlimm es ist. Und dass du dir bewusst bist, dass du es kannst. Keiner nimmt deinen Finger und deinen Kopf und dreht ihn Richtung Bildschirm und sagt so, schau dir jetzt den Film an. Keiner. Keiner.